Schwerer Baukranunfall auf einer Baustelle in Bad Homburg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am 11. Dezember 2013 gegen 11.30 Uhr ein Baukran auf einer Baustelle in der Bad Homburger Justus-von-Liebig-Straße um und durchbrach das Dach eines angrenzenden Supermarktes. Der hintere Teil des Auslegers kam im Kassenbereich des Marktes zum Liegen und beschädigte dabei das Gebäude stark. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich ca. 40 Kunden in dem Gebäude. Eine 46 Jahre alte Kundin kam ums Leben, 7 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, unter ihnen auch der Kranführer. Das technische Hilfswerk wurde von der Feuerwehr Bad Homburg alarmiert, um das Dach und die Außenwand des stark einsturzgefährdeten Marktes abzustützen. Zudem unterstützten die Helfer aus den Ortsverbänden Bad Homburg und Hofheim die Bergungsarbeiten im Gebäude und sicherten den Kranausleger. Ihre Kollegen aus Offenbach leuchteten mittels Leuchtballon und Lichtgestell die Einsatzstelle großflächig aus. Erst in der Nacht konnte der verunglückte Baukran mit Hilfe eines Spezialkrans angehoben werden, sodass die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste der Getöteten bergen konnten. Zudem wurde der Bereich unter dem Kran nach weiteren Verschütteten abgesucht. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen mehr in den Trümmern gefunden. Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, technischem Hilfswerk und Polizei bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.